Ja, hallo meine Lieben, Geoleben TV zu sehen und natürlich auch hier auf Telegram. Heute ein ganz spannendes Thema und zwar über Bohr bzw. Borax. Ich habe ja vor kurzem ein Video rausgebracht und zwar über die Zirbeldrüse und eben auch Borax, Zirbeldrüse entkalken. Und jetzt gibt es nochmal als Draufgabe, als ganz, ganz wichtiges, fundamentales Informationsvideo noch einmal eine Information über Borax, über Bohr, wie wichtig Bohr überhaupt für unseren Körper ist, was für ein wichtiges Element in unserem Körper ist, was eben auch ist, wenn wir zu wenig Bohr haben und ja, vor allem, wo man Borax herbekommt, wie man es am besten dosiert, das erfährst du jetzt. Ja, hallo ihr Lieben, jetzt wieder mal ein spannendes Thema. Es handelt sich um ganz was Besonderes, um etwas, das man seit circa 2010 bei uns im Einzelhandel nicht mehr zu kaufen bekommt, zumindest in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, glaube ich, geht es über die Apotheke, aber auch nur zu geringen Mengen. Es handelt sich um ein Mittel, und zwar um Bohr, um Borax in dem Falle, und es ist nicht das erste Video, das ich darüber mache. Ja, also herzlich willkommen hier bei Geoleben TV. Schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Und wie es weitergeht, das sehen wir nach dem Intro. Ja, hier wieder mal ein Mittelchen, das wie sollte es anders sein, sehr, sehr kontrovers diskutiert wird und natürlich wieder einmal zwischen der konservativen Allgemeinmedizin, Wissenschaft und Pharmaindustrie und auf der anderen Seite der sogenannten alternativen Medizin und Seite heiß hin und her diskutiert wird, wobei diskutiert eigentlich gar nicht wirklich stimmt, denn diskutieren, wenn man das würde, dann würde man sich zumindest mal in irgendeiner Form austauschen. Aber so vertritt halt einfach mal jede Seite einfach nur ihre Meinung und die ist halt einfach was anderes. Die angekündigte herxheimerische Reaktion, die es ja auch bei vielen, vielen Mitteln eigentlich gibt, die ja ganz normal ist und die einfach nur eine prognostizierte Erstverschlechterung ist, weil natürlich der Körper hier dagegen reagiert. Es kann in dem Fall einfach sein, dass hier einfach Erreger absterben und das kann natürlich Entgiftungserscheinungen hervorrufen, die dann erstmal verschlechtern. Und die habe ich auch so die ersten zwei, drei Tage mal gehabt und gedacht, wow, jetzt tut es wieder richtig weh da hinten. Aber das ist eigentlich seit gestern wieder besser geworden und spannenderweise, ich trainiere ja seit über 3 Monaten und beanspruche meine Gelenke, meine Muskeln, meinen Körper als Ganzes und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat gar keinen negativen Einfluss, eher was Positives. Ich habe das Gefühl, das stabilisiert den Körper als Ganze um einiges. Gut, grundsätzlich sagt man, dass Bohr für den Calcium-, Magnesium- und Phosphorstoffwechsel gut ist. Das heißt, Osteoporose, Arthrose und rheumatische Formen und ähnliches können damit einfach angegangen, bekämpft oder geheilt werden. Also alles, was sich Calcium durch Bohrmangel wo sich Calcium durch den Bohrmangel aus den Knochen löst und sich dann in Weichteilen in den Organen und Gefäßen einfach absetzt, ja, da soll das Zeug ja nicht hin und Bohrmangel sorgt eben dafür, dass sich Calcium aus den Knochen herauslöst. So nebenbei erwähnt, auch ein zu hoher Milchkonsum, überhaupt Milchkonsum bzw. Milchprodukte tragen dazu bei, dass sich viel zu viel Calcium bei uns im Körper auffällt, das in die Knochen gar nicht eingebaut werden kann und sich dann auch wieder überall dort absetzt, wo es einfach nicht hingehört. Ja, die Schulmedizin-Webseite mit dem Namen Medizin Transparent, Titel zum Beispiel Borax, das gesundheitsschädliche Heilmittel. Das ist für mich ein Widerspruch an und für sich. Und da frage ich mich, wie kann ein Heilmittel schädlich sein? Ja?
Wenn, dann sollten Sie schon schreiben, Borax, das Mittel ist schädlich, aber nicht sagen, ein Heilmittel ist schädlich. Entweder ein Heilmittel heilt oder es heilt eben nicht. Ja. Und in dem Falle ist es wohl auch so, dass die Dosis eben das Gift macht und die muss eben auch ziemlich groß sein bei Borax. Bei Kochsalz zum Beispiel weiß ein jeder, dass ein Teelöffel davon tödlich ist, wenn man den einfach mal so hinunterschluckt. Und trotzdem ist Kochsalz in jedem Geschäft und überall freist erhältlich. Bei anderen Mitteln wie Bor eben wird halt mit anderen Maßstäben gemessen. Schauen wir uns das Ganze einfach noch mal genauer an. Das ist mal, glaube ich, überhaupt das Wichtigere. Borax ist ja das Natriumsalz der schwachen Borsäure und durch das Natrium hat die Borax-Lösung ja einen pH-Wert von 9 bis 10. Wir wissen ja, pH-Wert 7 ist neutral, alles was drunter ist, ist sauer, alles was drüber ist, ist alkalisch. Im Magen reagiert Borax mit der Salzsäure zur Borsäure und Natriumchlorid und Borverbindungen werden rasch und fast vollständig mit dem Urin wieder ausgeschieden. Also da muss man auch keine Angst haben. Borax enthält 11,3% Bor, im Vergleich dazu die Borsäure dagegen 17,5%. Also hier muss man dann immer aufpassen, wenn man irgendwo was liest oder hört, von was und von welchen Mengen. Handelt es sich um Borax, handelt es sich um Borsäure oder handelt es sich um eine reine Borangabe. Ja? Früher wurde ja die Borsäure gern zur Konservierung von Lebensmitteln benutzt, was ja nun alles verboten ist. Bor ist so ziemlich in alle Gemüsesorten und Obstarten. Doch auch hier gilt, ausgedüngte Böden liefern hier bei weitem nicht mehr die Dosis, diese Stoffe wie vor vielen Jahrzehnten und im optimalen Fall würden wir mit viel Pflanzennahrung und Obst 2 bis 5 Milligramm Bor täglich zu uns nehmen, was ja schon sehr, sehr gut wäre. Doch wer weiß das schon, wie gesagt, ausgedüngte Böden und so weiter. Weiter kann die Pitinsäure in Backwaren sowie Getreide und gekochte Hülsenfrüchte zum Beispiel die Verfügbarkeit von Bor sehr, sehr stark einschränken. Glutenunverträglichkeit und starkes Wachstum von Hefepilzen wie Candida, die können eben Bor, die Boraufnahme auch blockieren. Nicht nur können, die tun das einfach auch und andere Mineralstoffe sowieso. Bor wird im ganzen Körper verteilt gespeichert. Ja? Die höchste Konzentration findet sich aber in den Nebenschilddrüsen, ja? Gefolgt dann in den Knochen und im Zahnschmelz. Also da wirklich, wenn man hier wirklich Symptomatiken hat, mit den Zähnen Problemen hat, mit den Knochen, dann kann man echt auf einen Bohrmangel echt mal tippen, sich das wirklich mal genau anschauen. Für gesunde Knochen und Gelenke ist Bohr eben unverzichtbar. Durch seine Wirkung auf die Nebenschilddrüsen regelt es die Aufnahme und den Stoffwechsel von Calcium, Magnesium und Phosphor. Damit ist Bohr für die Nebenschilddrüsen ebenso wichtig wie eben das Jod für die Schilddrüse. Bohrmangel verursacht Hyperaktivität der Nebenschilddrüsen. Ja? Und wenn hier Hyperaktivität der Nebenschilddrüsen ist, dann werden so viele Hormone eben produziert, ausgeschüttet. Und diese Hormone dann setzen dann Kalzium aus den Knochen, aus den Zähnen frei, wodurch eben, wie wir das ganz am Anfang schon gehört haben, das Kalzium abgebaut wird aus den Knochen, gleichzeitig steigt aber der Kalziumspiegel im Blut und von dort verteilt sich dann das Kalzium überall in den Weichteilen, in den Organen sowie in den Blutgefäßen selber. Das führt zu Gelenkarthrose, zu anderen Arthroseformen, zu Arthritisformen sowie Osteoporose und Zahnschäden. Ja? Mit zunehmendem Alter führen einfach hohe Kalziumwerte zur Verkalkung. Also ist klar, ein 20-Jähriger wird hier bei weitem nicht diese Probleme haben, als wie ich mit meinen 56 Jahren. Das ist auch klar und führt eben zur Verkalkung, wie schon gesagt, Weichteilung, was einfach auch Muskelverspannungen und Gelenksteifheit verursacht. Und ja, genau hier heroben mein altes Leiden. Ebenso verkalken die Arterien und die Hormondrüsen, was auch ganz wichtig ist, insbesondere was immer wieder viele Menschen interessiert, die
Zirbeldrüse, unsere Zirbeldrüse. Da mache ich dann nochmal ein extra Video über die Zirbeldrüse. Auch die Eierstöcke werden verkalkt. Es kommt zu Nierensteinen und Nierenverkalkung kann es kommen, was letztendlich zum Nierenversagen führt. Bohrmangel in Kombination mit Magnesiummangel ist für Knochen und Zähne besonders schädlich. Bohr beeinflusst den Metabolismus, also den Stoffwechsel von Steroidhormonen, besonders den der Sexualhormone. Bei Männern erhöht es den Testosteronspiegel, bei Frauen in den wechselnden Jahren den Östrogenspiegel. Also Bohrmangel senkt den Testosteronspiegel und den Östrogenspiegel. Bohr ist auch an der Umwandlung von Vitamin D in seine aktive Form beteiligt. Also da sieht man wieder, ich kann Vitamin D ohne Ende nehmen, fehlt mir Bohr, ist es auch vorbei mit Vitamin D, zumindest stark eingeschränkt. Also alles hängt sowieso immer wieder zusammen. Es gibt halt wirklich Nährstoffe, Mikronährstoffe, die wirklich nochmal eine Stufe höher zu setzen sind, und dazu gehört eben auch Bohr und andere, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind und die eventuell auch kompensiert werden. Aber trotzdem hängt alles immer zusammen. Ja? Borax hilft dem Körper einfach dabei, Kalzium besser in die Knochen und Zähne einzulagern, statt Verkalkungen im Weichteilgewebe zu verursachen. Auch von anderen positiven Effekten wird berichtet. Zum Beispiel kam es zur Besserung bei Herzproblemen und Schuppenflechte, Stärkung der Sehkraft, was bei mir auch so ein Thema ist. Ja? Stärkung des Gleichgewichtssinns und des Gedächtnisses sowie Verbesserung der Kognitions, also der Denkleistung. Ja? Der deutsche Krebsforscher Dr. Paul Gerhard Seeger konnte zeigen, dass Krebserkrankungen üblicherweise mit dem Verfall der Zellmembranen beginnen. Ja? Und weil Bohr so wichtig für die Funktion der Zellmembranen ist, könnte der heute weit verbreitete Bohrmangel ein ernstzunehmender Auslöser von Tumorwachstum sein. Bohrverbindungen haben tumorhemmende Eigenschaften und sind potente Wirkstoffe gegen Osteoporose und Entzündungen. Sie wirken hypolipämisch, gerinnungshemmend und verhindern Gewebsentartungen. Ja? Also Leute, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen, horcht euch das noch zwei, dreimal an, aber es ist so unglaublich wichtig, das einfach zu wissen, wo Bohrmangel überall mit hineinwirkt oder hauptverantwortlich sogar für diese Symptomatiken ist. Ein Beispiel aus der Vergangenheit bringe ich noch an. In den 60er Jahren erkrankte der Osteopath und Naturheilkundler Dr. Rex Newnham an Arthrose. Er arbeitete damals als Boden- und Pflanzenkundler an der Universität in Perth in Australien. Konventionelle Medizin schlug bei ihm nicht an, und durch sein Wissen über die Biochemie der Pflanzen kam er der Ursache der Erkrankung auf den Grund. Ihm war aufgefallen, dass die Pflanzen in seiner Gegend einfach starke Mineraliendefizite aufwiesen, und er wusste, dass Bohr den Kalziumstoffwechsel von Pflanzen unterstützt. Also beschloss er, versuchsweise 30 Milligramm Bohr pro Tag einzunehmen. Innerhalb von 3 Wochen waren seine Schmerzen, die Schwellungen und die Gelenksteifheit dahin. Na, da habe ich ja jetzt wieder ein sehr gutes Vorbild, an das werde ich mich jetzt einfach mal halten. Ich nehme täglich 30 Milligramm Bohr zu mir, das wären täglich 10 Teelöffel der Borax-Lösung. Ja? Und zusätzlich nehme ich noch Magnesium. Wie funktioniert das mit der Borax-Lösung? Das wäre in meinem ersten Video ganz genau vorgezeigt, da siehst du es hier ganz schnell erklärt. Eine Borax-Lösung enthält 1 Liter Wasser und einen gehäuften Teelöffel Borax. Ja, das sind circa so 4-5 Gramm Borax. Das Ganze auflösen lassen und dann ist schon wieder fertig. Aber das mit dem Auflösen, das dauert ein bisschen, bis er das wirklich aufgelöst hat. Also das kann schon 1 bis 2 Tage dauern. Das wäre dann die sogenannte Borax- oder Bohr-Stammlösung. 1 Liter Wasser und circa 4 Gramm von dem Borax. Das war's dann auch schon. In 3-4 Wochen werde ich einfach dann ein weiteres Video bringen. In den nächsten
ein. In der nächsten Woche bringe ich dann noch zwei Teile, schätze ich mal, über Bohr generell, aber in 3-4 Wochen, wie gesagt, dann einen Erfahrungsbericht über meine augenblickliche Einnahme. Ja, und dieser Dr. Newnham hat sich weiter mit den Böden und dem Bohrgehalt beschäftigt und ist einfach draufgekommen, dass gerade Länder, in denen massiv einfach Zuckerrohr angebaut wird und die Böden eben sehr bohrschwach sind, weil eben dort stark konventionell einfach und in Monokulturen die Böden ausgelaugt werden. Gerade in diesen Gebieten ist nochmal ganz wenig Bohr in den Böden, dann natürlich auch in Zucker, in den Pflanzen. Und gerade in Jamaika und in diesen Anbaugebieten gibt es Arthrose-Raten von 50-70% der Bevölkerung. Bis davor schon jeder Zweite hat dort Arthrose. In den normalen Industriestaaten wie in den USA, Kanada und in Europa haben wir so um die 20% Arthrose-Rate, vielleicht auch ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Das ist auch schon jeder Fünfte, das ist auch eine Hausnummer. Im Vergleich zu Israel zum Beispiel, wo die sehr viel Bohr einfach zu sich nehmen, weil die Böden nicht so ausgelaugt sind und eben über diese Quellen, die es da gibt, wo sehr viel Bohr drinnen ist, die haben eine Arthrose-Rate von 0,5 bis 1%, also jeder 200. hat da mit Arthrose zu tun. Das ist im Vergleich zu den anderen unglaublich. Ja? Also hier sieht man einfach sehr deutlich, welchen Einfluss der Gehalt von Bohr hat. Ja? Bei den Versuchen verbessert sich auch die Herzfunktion. Das mag ich jetzt einfach auch nochmal so dazu sagen. Ja? Und wie sich Bohrmangel auf Steroide noch weiter auswirkt, auf eben vorwiegend auf die Sexualhormone auswirkt und sich wiederum auf die Knochen auswirkt, so wie Knochendichte, Zahngesundheit, das werden wir einfach in einem nächsten Video, was ich in ein paar Tagen, sage ich nächste Woche, noch rausbringen werde und eben was Bohr und Krebs einfach auf sich hat, was Bohr da bewirken kann, vor allem bei Prostatakrebs. Das schauen wir uns, wie gesagt, in einem nächsten Video an. In dem Sinne verbleibe ich jetzt einfach mal. Ich wünsche mir, dass es dir gut geht und wenn, dann schau dir das mit Bohr wirklich mal ganz genau an. Wie gesagt, ich berichte bis dahin alles Liebe, euer Gio, bleibt gesund oder werdet gesund. Daumen hoch. Inhalte anschauen, schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Also dann, Baba, ciao, tschüss und Servus.